Oh, ist ja schon vorbei. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wo sind jetzt unsere Babys? Du hast gesagt, du machst mit mir ein Baby. Wo ist das jetzt? Ey, Honey, ich werde heute hier drinnen rumhängen und vielleicht den Boden fegen oder so. Okay. Ist ja auch ekliges Kackiwetter. Das ist ja blöd. Da muss man ja, da kann man auch schon mal hier drinnen bleiben. Verstehe ich vollkommen. Ja, wo ist jetzt das Baby, ha? Kriegen wir, haben wir jetzt ein Baby? Kriegen wir jetzt ein Baby? Wann kriegen wir ein Baby? Ich will jetzt das Baby haben. Ist aber schon süß hier. Gut, ja, willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ich wollte mich damit auseinandersetzen, was ich alles erangeln muss. Da ja der Frühling bald vorbei ist, muss ich mal gucken, was ich hier nur im Frühling angeln kann. Schau ich mal. Ah, nass. Dann kümmern wir uns mal um die Hühnchen, die mich jetzt alle hassen werden, weil ich nicht... Für die habe nicht... Moment. Ich muss die füttern. Dann muss ich für... Ja, kacke. Die werden mich morgen alle hassen, weil die ja... Die essen ja um 6 Uhr, ne? Um 6 Uhr und dann essen die nie wieder am Tag. Man muss ja rechtzeitig, muss man das ja machen. Sonst hassen die einen halt. Also das finde ich halt, ehrlich gesagt, ein bisschen seltsam geregelt, warum man das nicht mal patcht oder so, dass die halt, wenn was zu essen da ist, essen... Alter! Oh, verpiss dich halt einfach! Oh! Ihr macht mich schon wieder aggressiv, Kinders. Ich habe den Hasen nicht geknuddelt. Ich wollte euch eigentlich nur was zu essen geben, aber okay. Ihr habt ja Nahrung... Esst die gefälligst auch. Ich hau euch, wenn ihr die nicht esst, okay? Ich hau euch, alle. Mit einer Bratpfanne. Mhm. So, Stupsi ist geknuddelt. Ja, na gut, mal gucken, wie das jetzt mit den Kindern dann so ist. Werde ich ja sehen. Mal schauen. Ja, lass mich bitte da durch. Danke, darf ich bitte einmal? Dankeschön, danke. Was ein Tag heute, Leute. Ich habe mal wieder 4 Stunden lang meine E-Mails beantwortet. Das war anstrengend. Unter Umständen waren manche Dinge sehr anstrengend zu lesen. Es ist auch immer sehr seltsam, wenn man von ausländischen Firmen so Angebote bekommt, die man sich ja wenigstens durchlesen sollte. Man weiß ja nie, ob das nicht mal was Seriöses ist. Oh, und dann ist das einfach nur so gequirlte Scheiße. Das ist, ja, das leidige Leben eines YouTubers besteht halt nicht nur daraus, oh, ich mache jetzt mal ein Video, sondern es heißt halt auch, oh, 3000 ungelesene Mails, da werde ich wohl reingucken. Ja, ja. Oh, 5 Krähen verjagt, das ist cool. Ich dachte, da wäre noch was zum Ernten dahinter, aber war wohl nicht. Okay, ist kein Problem, nehme ich so. Hier muss ich ja jetzt Gott sei Dank gerade nichts gießen. Ich klappe jetzt einfach mal alles nacheinander ab. Ja, es ist halt so ein Ding, ne? Wenn du YouTuber bist und wie ich wenig Geld verdienst, weil du keine großen Views hast, dann musst du halt auf andere Art und Weise deine Money machen. Und bei mir ist es dann halt auch einfach Kundenakquise, sprich man hat halt Product Placements und man bemüht sich darum, dass man Produkte nicht kaufen muss, sondern dass man sie zugeschickt bekommt, damit man eben nicht später dasteht und plötzlich pleite geht an den Dingen, die man vorstellen will. Ne? Reviews machen und so weiter und so fort. Das alles ist dann automatisch zweimal als Werbung zu kennzeichnen. Das heißt aber nicht, dass ich dafür Geld bekomme, nur weil etwas als Werbung gekennzeichnet ist. Das ist mehr so ein, ich muss es kennzeichnen, weil ich dieses Video nicht hätte machen können, ohne dass der Kunde mir seine Sachen zuschickt. Ja, und das ist halt viel Arbeit. Das heißt halt viel Kundenakquise. Nett den Leuten zurückschreiben, Angebote machen, Videos vorplanen, wie sie werden sollen. Der Kunde will ja natürlich wissen, wie das Video wird. Der möchte natürlich, dass man ihm sagt, was man genau darstellt. Ist ja vollkommen klar. Für den ist das wichtig. Da könnte man ja auch sonst was zeigen. Ne? Die wollen ja immer, dass die Videos auch schön sind und ihre Produkte gut repräsentieren. Dann darum fighten, dass man eben nicht... die Meinung des Kunden widerspiegeln muss, sondern dass man seine eigene Meinung darstellen darf, etc. pp. Ah, das ist immer alles gar nicht so einfach. Ich bemühe mich da immer, nach bestem Gewissen alles zu handhaben. Und das ist dann sehr viel Arbeit. Und manchmal gibt es so Tage wie heute, da ist einfach so viel Input, da stehe ich da und weiß manchmal nicht, wohin mit meinem Köpfchen. Ja, 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 die Pest. So, jetzt kommt der Fisch hier rein. Wir gucken ja mal, was wir hier rausnehmen müssen. Und das sind auch so die Hintergründe, die teilweise die Leute gar nicht sehen wollen, wenn sie mit YouTubern interagieren. Ich meine, meine größeren Kollegen alle, die haben alle ihre Manager, okay? Die haben echt ihre Manager. Das ist wirklich so, ne? So ein Gronkh muss sich das nicht mehr selber angucken, wie wir neulich drüber geredet haben. So ein Hand auf Blatt auch nicht. Der hat auch sein Partnermanagement.
Die sind halt alle groß genug, dass sich das rentiert, dass sie in einer Firma sind oder in einem Netzwerk sind, die einen Manager haben. Ich werde schon sehr, sehr durchgehätschelt von Studio 71, die für mich Arbeit rein investieren, die sich nicht rentiert, weil sie mit mir nicht so viel Geld verdienen, dass, die Arbeitszeit, die sie oft für Aufträge für mich investieren, rentiert wird. Deswegen immer noch danke, dass ich im Netzwerk bleiben darf. Ja, und wie soll ich sagen, ja, das ist halt so ein Luxus, aber die machen halt auch nicht alles und ich kümmere mich halt um viele Sachen auch gerne selbst. Das ist ja auch nicht immer alles so selbstverständlich. Und viele kleinere Kollegen, wie gesagt, müssen das alles selber machen. Und andere eben nicht. Und das, ich bin immer schon hart neidisch, dass andere sich darum nicht kümmern müssen. Auf der anderen Seite ist es auch so ein Ding, also wie das gehandhabt wird. Ich meine, bei meinem Netzwerk weiß ich halt super professionell, blablups. Aber ich kenne halt auch YouTuber, die werden von persönlichen Managern betreut. Und wenn man mit diesen persönlichen Managern mal hat zusammenarbeiten müssen, weil es um Co-Produktion geht, dann weiß man, oh mein Gott, die versauen den hundertprozentig ab und an den ein oder anderen Auftrag. Weil das war keine schöne Kommunikation. Da bin ich irgendwie ganz froh, dass ich das alles selber regle und manage. Ich meine, manche Sachen werde ich sicherlich auch manchmal an Franz einfach abwickeln. Ich glaube, also gerade die Gewinnspielsachen, da habe ich überhaupt keine Nerven mehr für. Da darf sich Franz drum kümmern. Weil der einfach, da setzt er sich hin, da schreibt er abends 5 Minuten und ich bin halt abends dann schon, wo ich mir denke, so, ich will mit dem Kram nichts mehr zu tun haben. Das ist ja so, klar, er hat selber viel Arbeit an der Backe, aber dann gehört das wenigstens nicht zu seiner Arbeit und es ist schnell erledigt. Für mich ist das irgendwie anders, weil es bedeuten würde, dass ich dann nochmal abends an etwas dran sitze, was mit meiner Arbeit zu tun hat. Das ist so schwer zu erklären, wie soll ich das sagen? Es ist einfach anstrengend, wenn man den ganzen Tag lang nur damit konfrontiert ist. Weil dann schon dieses Gefühl, ich könnte immer und ewig weiterarbeiten, weil ich ja nie Urlaub oder Feierabend theoretisch habe, wenn ich mir den nicht selbst nehme, weil ich theoretisch immer Geld verdienen kann als Selbstständiger, ist schon wahr. Warum ich euch das immer erzähle, ist halt einfach, um euch auch so ein bisschen aus der Gedankenbubble zu bringen, die man ganz gerne hat. So, wie war das jetzt mit dem Fischen? Ich gehe mal gerade nach den Fischen gucken, so. Ne, aus der Gedankenbubble zu bringen, die man so hat, wenn man sich Influencer anguckt und so fragt, was machen die eigentlich und ist das überhaupt ein Job und ist das viel Arbeit und blabiblups und pipapo. Und dementsprechend, wie soll ich sagen, finde ich es immer schön, wenn man das so aus dem Nähkästchen plaudernderweise erzählen kann. Okay, ich gucke jetzt mal gerade, wisst ihr was, ich nehme einfach von jedem einen mit. Was weiß denn ich, was die haben wollen? Ist mir jetzt egal. Ich nehme einfach von jedem einen mit. So. Ist mir jetzt egal. Ich gehe da jetzt hin und baller die da rein und dann gucke ich mir das noch genauer an. Dann können wir heute endlich mal fischen gehen. Das ist voll gut. Ich höre gar keine gruseligen Geräusche heute aus der Kanalisation. Ist doch sonst immer so, wenn es regnet. Seltsam, seltsam. Gedankenbubble ist halt auch wieder ein ganz guter Punkt, gerade wenn es um Thema Normen geht. Menschen, die in ihrer eigenen kleinen Blase leben, in ihrer eigenen Welt leben, in ihrer eigenen Norm leben, machen sich es oft einfach, machen sich es aber auch oft sehr, sehr schwer. Und ich möchte ganz, ganz bewusst über etwas reden, was man als Teenager immer erfahren wird, was man als junger Mensch immer erfahren wird und auch als älterer Mensch kann einem das noch schwer catchen. Und zwar ist das die Gefahr, dadurch, dass man sich in eine Bubble begibt, also in eine Bubble-Welt, in ein Bubble-Universum nenne ich das immer, dass einem vorgibt, hier existiert alles, was du brauchst und da existieren auch andere Menschen, die nur für dich sind und das ist alles voll in Ordnung, die suggeriert einem quasi Normalität. Ja? So eine Blase, in der man lebt, kann einem Normalität suggerieren. Und das ist halt, wirkt halt immer die Gefahr, dass man alles andere als nicht normal empfindet. Muss man halt auch so sehen. Nee, doch nicht. Was ist das? Gotteslachs. Ich weiß nicht, wo man den kriegt. Haben wir aber noch nicht. Wir haben noch keinen Gotteslachs. Okay, gut. Aber das kriege ich. Den habe ich nicht. Glasaugenbarsch habe ich auch noch nicht. Ozeanfische. Zumindest den... Na, den dicken habe ich schon. Den kleinen brauche ich. Und dann brauche ich einen Riffbarsch. So, da geht das schon mal so. Ah, sehr gut. Zwergwels habe ich nicht. Und einen Stör auch nicht, oder? Habe ich einen Stör? Nein. Nee, nee, nee. Okay, alles klar. Da haben wir schon mal ein bisschen was abgegeben. Ja, also die Gefahr, dass man sich eben in eine Blasenwelt begibt und dann alles andere drumherum als
nicht normal wahrnimmt, weil man ja plötzlich glaubt, alles, was in der eigenen kleinen Blubberblase so passiert, entspricht ja auch der Normalität und das ist alles, was man braucht und das ist alles, was man will. Cool, ich kann meine eigenen Erdprodukte hier kaufen. Und jede Blase ist gesund. Es ist sowieso nicht gesund, immer nur mit dem Kopf in einer Bubble-Welt zu stecken und zu existieren. Das muss man halt so auch mal sagen. Und zum anderen, ich weiß nicht, ob ich noch mehr anpflanzen will. 4 Tage, das bringt gar nicht mehr so viel. Seit dem Morgen ist irgendwas ready. Ja, einfach weil wir Menschen neigen halt dazu, mit Zähnen zu verteidigen, was uns lieb und teuer ist. Zum Beispiel habe ich mal gesagt, ich mag den Anime XY nicht. Das ist mir zu platt. Und gleich haben sich 10 Menschen angegriffen gefühlt, dass sie ihren Lieblingsanime nicht mag. Weil wir einfach das, was wir lieben, verteidigen wollen, wie sonst nichts Gutes. Weil wir immer das Gefühl haben, wenn jemand den Wert dessen nicht anerkennt, entwertet er es auch für uns selbst. Und das macht uns selbst weniger wert. Das ist so dieser ganz springende Punkt. Ich versuche das, also weil das geht mir ja auch so. Ich muss halt auch immer ganz knallhart an mir selber arbeiten. Okay, jetzt gibt es komische Geräusche. Immer an mir selber arbeiten, mich immer zusammenreißen, dass wenn immer jemand etwas kritisiert, was ich mag, ich nicht das Gefühl habe, dass er mich kritisiert. Nur weil ich das mag, muss es niemand anders mögen. Die Sache ist einfach auch immer die, wie man das kritisiert. Wenn ich sage, ich finde den Anime scheiße, dann ist das auch ein kleines bisschen ein Angriff gegenüber allen anderen, die diesen Anime mögen. Weil man diesen Anime nicht nur entwertet auf eine kritische Art und Weise, sondern weil man ihn auf eine sehr hässliche Art und Weise entwertet. Man kann sagen, ich mag dir nicht, gefällt mir das und das nicht, komme ich nicht mit klar. Das ist viel leichter dann zu sagen, ja, dann ist das deine Meinung, das ist in Ordnung. Als wenn man sagt, ich finde das scheiße, weil dann ist ja so, ich mache das runter und wenn man etwas runter macht, was anderen Leuten etwas bedeutet, Und wenn man in einer Bubble ist, neigt man dazu, das auch für andere zu machen. Zum Beispiel, wenn halt Leute eben nicht verstehen, was so toll an Manga-Anime ist. Wenn Leute nicht verstehen, was so toll an Videospielen ist. Wenn Leute sich damit auch nicht auseinandersetzen wollen, ja. Also ich meine, ich kann immer nicht verstehen, wie Leute sich nicht mit etwas auseinandersetzen wollen. Das ist für mich unverständlich, weil das gehört zum menschlichen Leben dazu, wie das Atmen. Ja, es ist wichtig, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Sehr, sehr wichtig. Aber ja, ein ganz entsprechender Punkt einfach ist es einfach, wie man in den Wald hineinruft, so halt es auch wieder heraus. Das sage ich immer ganz gerne, weil ich das ganz passend finde. Und da ist eben das Problem, wenn man irgendwie sagt, oh, ich finde was scheiße oder so, dann ist das einfach sehr abwertend. Und dann muss man sich nicht wundern, dass Leute sich dadurch angegriffen fühlen, das verstehe ich vollkommen. Wir neigen so dazu, so snobistisch, so arrogant, so selbstgefällig Dinge runterzumachen, so, boah, mag ich nicht. Wieso kann das überhaupt jemand mögen, ist ja voll scheiße. Das ist genau das ist der gleiche Punkt, warum es nicht funktioniert, wie die Menschen Donald Trump kritisieren. Es ist einfach, ich bin einfach kein Freund von gewisser Satire. Es gibt so Satire, die finde ich großartig, wie Postillon macht manchmal sehr, sehr feinsinnige Satire, die niemanden angreift. Ich finde das großartige Arbeit, aber diese Satire, die Menschen angreift auf einem sehr herabwürdigenden Niveau, die wird niemals dazu beitragen, dass jemand anders denkt, so, oh, da muss ich wohl mal umdenken, denn so wie ich gedacht habe, war das wohl falsch. Ich meine, wenn jemand das, was du für richtig hältst, runtermacht, wie sonst nichts Gutes, dann wird es diese Person nicht aufwecken. Es wird vielleicht andere Leute davon abhalten, zu sagen, oh, ja, okay, also wenn der Postillon sagt, Donald Trump ist scheiße und dumm, dann glaube ich dem das, weil ich glaube dem ja sonst auch alles andere. Dann ist das so eine Sache, ne? Dann ist das so eine Sache. Dann ist das Beeinflussung von Menschen aufgrund von Vertrauen und auch aufgrund von aufgebautem Wissen. Aber man kann die Menschen, um die es wirklich geht, nicht aufklären. Und es ist eigentlich immer wichtig, die Menschen aufzuklären, die bereits gefangen sind in einer Informationsbubble, die bereits glauben, dass Leute wie Donald Trump recht haben. Es ist halt sehr schwierig, Menschen, die paranoid sind, aus Grund von brutalen Ängsten davon zu überzeugen, dass ihre Ängste nicht berechtigt sind. Es ist halt echt eine schwierige Sache. Ne? Gerade Amerika ist einfach viel zu groß. Das sollten sie einfach ein paar Länder unterteilen. Das ist einfach, also dass da ein Typ drüber guckt und die Staaten untereinander sowieso ja alle so ein bisschen kreuz und quer gehen. Wow, wow. Das ist einfach so nicht. Das funktioniert so nicht. Funktioniert ja schon in Europa nicht. Also, dass die Länder voneinander getrennt sind, macht einfach alles so überhaupt
gar keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, hier fange ich nur Mist. Und dann landet man eben halt mal in seiner Gedankenbubble. Und diese Blase, in der man lebt, die gaukelt einem Normalität vor. Und alles andere, was nicht in dieser Blase lebt, ist ja dann abnormal und hat sowieso nicht recht, weil man in dieser Blase mit Menschen zusammenlebt, die einem permanent befeuern und sagen, nee, 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 das ist alles schon ganz richtig so, du bist hier richtig und so wie wir das handhaben, ist das voll richtig und mach dir keine Gedanken und wir haben voll recht, ohne Fakten zu prüfen, ohne nach links und rechts zu schauen. Das bedeutet, wenn ihr euch aus, Blaubarsch, okay. Wenn ihr euch aus Angst in eine Subkultur begebt, dann habt ihr Informationsvermeidungsverhalten, das nicht gerade dazu führt, dass ihr diese Ängste loswerdet oder dazu führt, dass ihr ergründen könnt, ob das, was ihr meint zu wissen, richtig ist. Nazis ist jetzt mal ein sehr schönes Beispiel für in einer Blase leben. Ja, das sind Menschen, die aufgrund ihrer massiven Ängste in einer Blase gefangen sind. AfD-Wähler, die sind aufgrund ihrer massiven Ängste in einer Blase gefangen, weil sie einfach Informationen gar nicht nutzen wollen, um sich der Welt zu öffnen und zu verstehen, was in unserer Gesellschaft passiert, sondern sie brauchen Informationen nur und sie sehen Informationen immer nur als Bestätigung dessen, was sie sowieso meinen zu wissen. Es geht nicht darum, sein Wissen zu vermehren, sondern das Wissen anderer zu diffamieren, weil sie in ihrer kleinen Subkultur leben und es einfach genügend Leute gibt, die die gleichen Ängste teilen und sagen, doch, doch, ich sehe das genauso. Das muss ja so sein, das kann ja gar nicht richtig sein, weil ich kann doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Es muss doch eine Erklärung für meine Ängste geben. Und dass man immer nach der Erklärung seiner Ängste in sich selbst suchen muss und niemals in anderen Menschen, ist etwas, was leider irgendwie nicht gelehrt wird. Weil Psychologie zu kurz kommt in Erziehung, Psychologie zu kurz kommt in Politik, Psychologie zu kurz kommt in Schulen. Und Psychologie ist so immens wichtig. Und ich verstehe nicht, wie man sich damit nicht auseinandersetzen kann. Es ist so gefährlich einfach. Und ich sage das mit gefährlich nicht, dass das in dem Sinne, dass man jetzt Angst davor haben muss. Weil jeder, der sich halt wirklich genügend ausreicht. Oh, oh. Da, oh, Alter, jetzt, das muss man beides gleichzeitig hinkriegen. Oh, oh. Jeder, der sich ausreichend Gedanken darüber macht, das mag ich. Warum mag ich das? Warum mögen andere Leute das nicht? Was ist die Hintergrundgeschichte dessen? Jeder, der das tut, entwickelt sich schon mal um einige Schritte deutlich weiter, als es ein anderer tut. Ja, einfach nur, weil er die richtigen Fragen stellt. Wenn ihr vor etwas Angst habt, dann denkt diesen Gedanken immer zu Ende. Ihr müsst, wenn ihr vor etwas Angst habt, euch dieser Sache stellen, auch in eurem Kopf. Ich hatte super oft einfach Angst davor, dass ich die Dinge nicht schaffe, die ich mir vorgenommen habe oder die ich schaffen muss. Und habe mich dann immer dieser Konsequenz meinen Gedanken gestellt, was passiert denn, wenn du es nicht schaffst? Fällt dir dann dein Kopf ab? Stirbst du dann? Nein. Es passiert eigentlich gar nichts. Vielleicht ist mal einer von dir enttäuscht, aber wenn du das ändern willst und nicht willst, dass die Person enttäuscht von dir ist, dann arbeite halt einfach. Setz dich dran. Und gib dein Bestes. Und wenn dein Bestes nicht ausreicht, dann ist das einfach so, dann musst du runterschrauben, dann musst du etwas anderes machen, dann musst du einen anderen Job versuchen. Schlicht und einfach ist das. Wir können uns unseren Fähigkeiten entsprechend anpassen. Auch dieses Punkt, du kannst ja immer lernen. Man ist nicht limitiert in der Möglichkeit zu lernen. Du kannst immer lernen. Also wenn mal dein Wissen nicht ausgereicht hat, dann mach dich nicht selbst fertig und hab Angst davor, dass es das nächste Mal nicht wieder ausreicht, dann lerne. Und wenn du nicht in der Lage dazu bist, dann setz dich damit auseinander, was dich hemmt, zu lernen. Vielleicht die Angst zu versagen. Und dann ist einfach auch immer wieder dieser Punkt, was ich halt sage, gerade Leute, die im Gymnasium feststecken und diese panische Angst haben, oh, ich versage und das wird alles nix. Ihr könnt halt immer noch in die Realschule gehen. Ihr könnt danach auch immer noch euren Schulabschluss nachholen. Mal ein Jahr sitzen bleiben. Ihr habt die Möglichkeit, eine Prüfung auch mal nachzuholen. Man kann auch mal unter schwierigen Umständen mit Lehrern reden und sagen, Alter, in meiner Familie passiert gerade das und das. Oder, also ganz ehrlich, wirklich, wir hatten bei uns in der Familie ein Mädchen, die hatte einen, was auch immer gerade passiert ist, die hatte einen Todesfall in der Familie und die durfte dann die Prüfungen für den Zeitraum wiederholen, weil sie einfach emotional kompromittiert war und jeder gesagt hat, ja, um Himmels Willen, ist doch voll in Ordnung, dass die sich jetzt gerade mit dieser Thematik und all dem nicht auseinandersetzen kann. Oh, so empathisch kann die Welt sein. Kommunizieren ist wichtig. Mit sich selbst kommunizieren ist wahnsinnig wichtig. Sich im Klaren einfach darüber sein, was für Konsequenzen hat man dann. Und wann immer die Konsequenz nicht lautet, du stirbst. Ganz ehrlich, muss man halt einfach sagen, muss man sich echt nicht so viel Gedanken machen.
Und wichtig ist auch, wenn ihr ein Problem nicht lösen könnt, zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass ich dieses Problem nicht lösen kann. Ich kann nicht weglaufen oder ich kann das jetzt gerade nicht tun und ich kann es der Person nicht recht machen. Das weiß ich. Ich bin mir dessen bewusst und es ist nicht meine Schuld, dass das von mir erwartet wird. Ich bin mir dessen im vollen Bewusstsein und wenn ich etwas tun könnte, würde ich es tun. Und das ist halt dieser Punkt, wenn ihr misshandelt werdet, wenn ihr schlecht behandelt werdet, wenn ihr missbraucht werdet in jeglicher Form, da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten, dann ist einfach immer so dieser Punkt des Sich-Wehrens etwas, was in eurem Leben euch massiv weiterbringen wird. Es gibt Momente, da kann man sich nicht wehren, da muss man ertragen, was mit einem passiert. Aber man muss sich im Gedanken ganz im Klaren darüber sein, ich kann halt jetzt nichts tun. Ich ertrage das jetzt halt einfach. Und irgendwann ist es vorbei. Besser das, als dass ich irgendwie sterbe in der Situation, weil ich mich irgendwie wehre, weil jemand mich verprügelt und er mich dann richtig zu Brei schlägt und so weiter und so fort. Alter, ich fange nur Schrott. Und dass man sich im Klaren darüber ist. Also, dass man oft keine Wahl hat. Und dass ein einfaches Nein euch auch schon entlasten kann, selbst wenn ihr euch nicht weiter wehren könnt, was auch immer mit euch passiert. Und wenn es in der Schule eben andere Kackschüler sind, die scheiße zu euch sind. Macht euch aber immer im Klaren darüber, dass wenn eure Eltern richtig scheiße zu euch sind, euch schlagen oder in irgendeiner anderen Weise psychisch abusen, also misshandeln, dass ihr immer zur Polizei gehen könnt, immer zum Jugendamt gehen könnt, immer zur Gleichstellungsbeauftragten gehen könnt. Ja, auch Jungs. Die sind manchmal ein bisschen feinfühliger, die Gleichstellungsbeauftragten, als andere Stellen. Ja, früher mal eben als Frauenbeauftragte, jetzt sind es Gleichstellungsbeauftragte. Gleichstellung von Kindern ist nämlich auch deren Aufgabe. Habe ich lange genug mit zusammengearbeitet, habe ich lange genug Erfahrung im Kampf gegen Sexismus, im Kampf gegen Unterdrückung von Kindern. Es gibt's alles. Es gibt's alles. Und kann euch nur bestärken, dass sich aus dieser lähmenden Ohnmacht, in die einen oft Menschen drücken, weil sie Macht über einen kontrollieren, sich daraus zu befreien, eure Ängste massiv verändern wird. Weil man hat keine Angst mehr, wenn man sich gewehrt hat und wenn man sich erfolgreich gewehrt hat. Wenn man einfach weiß, ich kann mich auch auf mich selbst verlassen. Ich kümmere mich um mich selbst. Ich passe auf mich selbst auf. Und wie gesagt, wenn ihr das gerade nicht könnt, aus vielschichtigen Gründen, das ist ja immer möglich, dann müsst ihr euch einfach dem bewusst machen, ich kann das gerade nicht. Ich kann mich gerade nicht wehren. Es geht einfach nicht. Und ich akzeptiere das. Also auch immer diese Angst, die oft verschossen wird, wenn man irgendwie Missbrauch erlebt, wenn man Leid und Kummer erlebt, dass man da nicht drüber hinauswachsen kann, dass man immer darunter leiden wird, ist halt einfach auch falsch. Also, ich weiß durchaus, was es auch heißt, von anderen Leuten auf physische Art und Weise hier gehauen zu werden. Ich stehe nicht mal hauen, ja. Ich weiß sogar, was das heißt, begrapscht zu werden, das weiß ich auch. Und das auch in einem Maß, wo ich schon sage, okay, das kann man schon fast als sexuellen Missbrauch durchgehen lassen. Ich weiß nicht, was es heißt, von Lehrern wie Dreck behandelt zu werden, von Menschen wie Dreck behandelt zu werden über Jahre hinweg. Von Ärzten, die einem am Anfang auch nicht glauben wollten, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass der Körper sich innen auflöst. I know all this shit. Aber das macht mich alles nicht unglücklich. Manchmal macht es mich unsicher, wenn ähnliche Situationen auftreten, die mich wieder in Frage stellen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich aufgrund dessen, dass ich mich früher mit Selbstwert auseinandersetzen musste, als vielleicht andere Menschen müssen, ich einfach auch schneller gelernt habe, mit sowas umzugehen und mit mir selber zu arbeiten. Also Therapie und Eigentherapie. Zumindest habe ich an Eigentherapie gelernt, weil meine Therapeutin mich einfach auf den richtigen Weg gestupst hat, gesagt hat, so, ey, du brauchst hier nicht jeden Tag mich voll labern, das brauchen wir nicht. Du hast hier deine 5 Sitzungen. Ich gebe dir alles mit, was du brauchst. Du bist intelligent genug, dass du das selber hinbekommst. Und ja, also dieses sich damit auseinandersetzen. Ich habe in keiner Weise, in irgendeiner Weise das Gefühl, dass ich kaputt oder gebrochen bin durch Dinge, die ich erlebt habe. Und da waren auch Sachen dabei, wo andere Leute vielleicht denken würden, so, wow, okay, wie kannst du nur damit leben? Und ich denke mir so, ja, ich lebe halt einfach. Wir machen uns unser Drama auch oft ganz selbst. Also ganz ehrlich, wie gesagt, von Schülern, Mitschülern verprügelt zu werden, hat mich nicht umgebracht. Es war scheiße, aber es hat mich halt nicht umgebracht, weil sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Und das ist so ein ganz wichtiger Faktor, den ich euch... Ich klicke mal hier auf okay, weil ich neugierig bin, was am nächsten Tag los ist. Ein ganz wichtiger Faktor, den ich mit euch auf den Weg geben will, dass viele schlimme Dinge, die einem passieren, deswegen auch schlimm werden, weil wir sie selber schlimm werden lassen. Weil uns die Gesellschaft sagt, das ist voll schlimm, dass du das erlebt hast.
Gerade diese Mobbing-Sache wird auf der einen Seite so massiv hochgebauscht. Ich dachte, ich habe irgendwie ein Level abgemacht oder sowas. Nee, habe ich nicht. Ah, Manno! Ja, gerade diese Mobbing-Sache wird auch sehr aufgebauscht, dass man das Gefühl hat, so das ultimative Opfer zu sein und dass man ja später im Leben nichts mehr geschissen kriegt. Oder das Umgekehrte, weil so viele Promis und Prominente und erfolgreiche Personen Mobbing-Opfer waren, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt auch toll werden, weil andere Leute sind ja auch toll daraus geworden. Ey, lasst euch niemals Druck davon machen, wie ihr aus einer Situation rauszukommen habt. Geht einfach realistisch damit um und macht euch immer klar, was euch nicht umbringt, macht euch stark. Und das ist der älteste Spruch der Welt und das ist so wahr. Tschüssi!